Jeder kennt sie, jeder hat sie. Die berühmten Pokémon-Ständer. So sehen die aus. Ich zeige euch mein Beispiel. Und heute im Video stellen wir solche Ständer für 1 Cent her. Ist das wirklich jeder sich diese Ständer leisten kann? Beziehungsweise auch für Kinder eine Bastelanleitung, wie einfach es wirklich geht. Viel Spaß dabei. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ihr braucht im Endeffekt eine Energiekarte oder eine Karte eurer Wahl. Einfach. Ich nehme jetzt meine Wasserenergie zum Beispiel und eine Schere. Mehr ist es nicht. So, im Endeffekt ist es ganz, ganz einfach. Ihr knickt die Energiekarte oder eine andere Karte eurer Wahl in der Mitte. So, drückt die Seiten fest. Und es ist super einfach und schön auch für Kinder oder für eine Schülerbastel-AG. Dann steht man näher ran, schneidet ihr einmal diese Ecke ein und dann einfach noch einmal schneidet ihr hier etwas ab. Und dann sieht das Ganze so aus. Ihr könnt auch gerne auf Pause drücken, um euch das zu merken. Und zack, ihr klappt das auf. Dann habt ihr diesen Ständer hier. Und dann nehmt ihr einfach nur die Karte und könnt die reinstellen. Und so könnt ihr auch Kindern oder wenn ihr jetzt eine Schüler-AG habt, einfach eine Freude machen. Und dann haben die neuen Pokémon-Trainer, die es hoffentlich auch werden, Kartenhalter für ca. 1 Cent. Ja. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, ich kann auch noch weitere Bastelvideos machen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Lasst ein Abo da, falls ihr den Trick noch nicht kanntet. Würde mich auch sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's schön gut. Tschüss.